Hallo, ich grüße euch zum Teil 11. Wir schalten mal gleich rüber zum aktuellen Börsengeschehen. Was wir hier versuchen, ist mal zu zeigen, was passiert, wenn um 14:30 Uhr sich die Handelsbedingungen im Markt ändern. Wir sind jetzt gerade im 5-Minuten-Chart im S&P 500. Wir gehen mal in den 1 Minuten und ich zeige euch mal, was jetzt gleich passieren wird. 14:30 Uhr ist also so eine Zeit, wo zusätzliche Marktteilnehmer in den Markt kommen. Und wir werden jetzt erleben, dass der Kurs entweder hier hochzieht oder runterzieht. Und zwar richtig heftig. So, er fängt schon an zu wackeln, weil die Leute, die jetzt hier im Markt sind, versuchen jetzt die Positionen glatt zu stellen, weil sie ja nicht wissen, was passiert, ob es nach oben oder nach unten geht. Wir werden jetzt eine kleine Gerade sehen. Das wird sich etwa noch eine Minute hinziehen. Also wir werden noch ein Stück sehen, so ein 10 cm auf dem Bildschirm. Und dann wird sich hier was tun. Hoffe ich mal. Nicht, dass wieder der Vorführeffekt zuschlägt. Ich denke mal, einen Kaffee kann ich noch trinken. Ein paar Minuten dauert es noch. Und dann gucken wir uns mal an, was hier am amerikanischen Börsenmarkt passiert. So, wenn die Marktteilnehmer in den Markt geworfen werden, gucken die sich natürlich ein paar Sekunden um. Das passiert. Also es ist nicht genau Punkt. Sondern es passiert in der Zeit zwischen 14:30 Uhr und 14:40 Uhr, so in der Größenordnung. Und da wollte ich jetzt ordentliche Volatilität sein. Volatilität ist also ein sehr großer Unterschied zwischen Hoch und Tief. Und zwar ständiger Wechsel. So, momentan ist es nicht, ich sehe hier noch ein Doji. Ei, ja, jetzt wird es schon, wie es werden soll. So, also wir wollen hoch zu. Jetzt hier in Kaufen zu gehen, können wir machen. Ja? Aber wir wissen noch nicht, in welche Richtung der Markt wirklich will. Das ist jetzt gerade das Zuschalten der Börse. Wir sehen also 14:30 Uhr, 15 Uhr. New Yorker Börse ist da. Ja, aber was passiert jetzt? Hätten wir jetzt Kaufen gemacht, naja, da hätten wir jetzt schon einen kleinen Verlust, weil hier ist der Spread, ne? Und die Kerze ist gerade so groß. Wir sind also hier gerade an dem Kurs. Also wäre keine gute Idee. Aber wir werden gleich merken, dass da hier zu einem, ja, im weitesten Sinne ganz, ganz flachen Seitwärtstrend eine Hanglage hat hier, aber nicht, kein Trend ist. Ne? Das ist ein Trend und das ist ein Trend, aber das ist kein Trend hier. Ja, das ist einfach nur Rauschen und ja, ein paar Glücksritter sind hier unterwegs. Er will nach oben. Aber er bildet keine Käufer aus. Na, was ist denn das? Hier, fehlen. Aha, es geht hoch. So, jetzt könnte man natürlich mitmachen, aber die Gefahr ist groß, dass er zum Beispiel hier an die Widerstände läuft, die es ja hier schon gibt. Ne? Also hier haben Leute Stops gestellt, ne? Die also im Short-Modus sind, haben hier Stopp drüber gestellt, wenn da hier so lang geht. Ne? Wenn sie also hier Short gegangen sind, steht das Stopp hier. Wenn Sie hier Stopp genannt, haben Sie das Stopp hierher gesetzt, an das letzte Hoch. So, wenn man sich das hier verlängert, ich zeichne wieder mal unsere berühmte waagerechte Linie ein. Hier setzen die Leute ihre Stopps hin. Ja, so ein bisschen drüber, ne? Nicht so knapp ran, ein bisschen drüber. So, das heißt, wenn dieser Kurs hier ansteigt, wird er sehr wahrscheinlich abprallen. Würde mir aber zeigen, dass er nach oben will. Ne? Und in der Kerze, die danach bei dem Rückzieher nach unten geht. Wenn ich hier unten einsteige, habe ich eine bessere Marktkondition, als wenn ich es hier oben versuche. Ei, was ist denn hier passiert? Hat also hier schon mal geknallt, hier an der Stelle. Wahrscheinlich hier an der Stelle Stops. Ja, also es ist keine gute Ausgangsposition, jetzt hier reinzukaufen. Warum nicht? Na, weil wir gucken mal hier rein. Hier sind wir zwei grüne, gleich große Kerzen. Ja. Da gibt es die Möglichkeit, dass es hier noch eine größere daneben stellt oder dass es hier ordentlich nach unten geht. Und ich habe mal die Vermutung, es geht nach dem anfänglichen Hype nach oben, jetzt nach unten. Und zwar aus mehreren Gründen. Erstens mal, weil das der Radius hier ergänzt, hier runterführt. Das wird dazu führen, dass der Kurs hier landet. Wir kommen zwar aus dem Negativen, aber wir haben eben nur negative Phasen. Ne? Hier, negativ. So, also ist es doch für den Mittelwert kein Problem, hier unten rumzugehen. Ne? Ist naheliegend. Immer hier hochlaufen, machen wir da lieber noch eine Welle.
dem widerspricht, also es gibt immer für und wider, dass wir hier hinten auch ein Minimum hatten. Ne? Hier auch ein Minimum. Das heißt, er könnte sich auch hier unten totgelaufen haben. Aber die Frage ist, wann er das macht. Ne? Und ich würde jetzt mal, wenn ich das jetzt hier sehe, ne? Wir haben zwei Grüne, die Bedeutung sind, das ist hier Rauschen. Wir haben zwei Rote. Die Wahrscheinlichkeit, dass sich hier ein Radius ausbildet und es danach hochgeht, ist groß. Ne? Das heißt, jetzt kaufe ich. Wo haben wir denn unseren? Hopp, hier, S&P mit 40, gehen wir mal rein. Wir heften das noch vorsichtig an. Wir legen dann nach, wenn wir merken, dass wir in der richtigen Richtung unterwegs sind. Wenn wir in der falschen Richtung unterwegs sind, machen wir mit zwei Gegenpositionen dieser Größe, gehen wir ins Verkaufen. Aber nur dann, wenn der mit seiner roten Kerze hier auf dieses Niveau kommt, also hier in die Höhe. Das tut er nicht, weil er hier schon wieder eine blaue ausgebildet hat. Er wird uns gleich den Gefallen tun, dass wir hier so um die 20 Euro plus haben. So, was gibt es hier noch zu erklären? Also ich kann hier einen Radius erkennen. Und der Radius geht nicht runter, sondern der geht hierher. Ich mache mir jetzt mal den Spaß. Ja, gibt es leider keine Kreise. Ich mache mal hier eine horizontale Linie rein. Mal sehen, ob mir das irgendwie gelingt. Ja, es geht. Ja. Ne, dass wir sehen, wo er war. Oh, da geht abwärts. Ja. Wie gesagt, man kann Börsenkurse nicht voraussagen. Man kann nur vermuten. Das würde natürlich jetzt dazu führen, dass die gelbe Linie hier nach unten zieht. Und da würde das die Theorie stützen, dass wir hier noch eine Welle nach unten kriegen. Das würde dazu führen, dass wir ordentlich nach unten marschieren. Glaube ich nicht. Die Wahrscheinlichkeit, dass er hier nochmal hochgeht und dann noch ein zweites hoch macht, ist größer. Und zwar hier. Guckt mal hier. Das hier. Das hier, einen dritten Huckel ran und dann runter. Das macht Sinn, ne? So, ich denke mal, da haben wir gute Chancen, dass das passiert, weil nämlich diese blaue jetzt gleich sich krümmen wird hier hoch. Und das wird uns diesen Radius hier rantabern. Und der Williams wird hochgehen. Das ist die Vermutung, ne? Eine sehr naheliegende Vermutung. Wir gucken einfach, was passiert. Wenn er nach hoch geht, bedeutet das, dass alle Anleger merken, oh, der US-Markt tendiert ins Steigen. Und das hat uns ein Kursziel, das beschert uns ein Kursziel von hier. Wir schieben jetzt mal die weiße Linie auf unser Kursziel. Das Kursziel ist die vom Top, die unter, die, also das ist das Top, ne? Die Unterseite des Tops. Das ist hier. Oberseite, Unterseite. Hier gehen wir ran. So, und wenn wir hier an diese Kanten etwas drunter legen, hier würde ich sagen, Schluss. Ne? Das sind meistens so die 75%. So. Wenn er also jetzt hier unten rummarschiert ist und hoch will, dann wird man hier schließen. Dann wird man, tja, was haben wir hier? 25 Punkte. Bei 2000, ja, da haben wir also, na, müssen wir mal ausrechnen. Der Spread war so um die 47, 40. Wir haben jetzt 8000, 80, mit 80.000 sind wir am Markt. Und 20 Punkte. Also 0,0, 0,0025. Ja, 100er ist drin, bisschen hoch, schätze ich mal. Ich rechne immer, wenn ich eine neue Position aufmache, was da mir hier als Ergebnis reinträgt, wenn der Spread jetzt gerade gewirkt hat, ne? Und dann gucke ich mir an, wie viele Spreads brauche ich, um zu meinem Kursziel zu kommen. Da habe ich sofort eine Orientierung. Ja, also ist eben so ein Spread ist hier so um die 20 Euro. Ne? Ja, hier ist die Position, das ist der Spread, das ist ungefähr gleicher Abstand, 20 Euro. Kann man ungefähr so tippen. Ja, also ein bisschen hoch. Haben wir gute Chancen auf 100 Euro. Wir sind auf jeden Fall auf der richtigen Richtung unterwegs. Ich könnte dann schließen, wenn er vorhat, hier einen Doppeltop auszubilden. Ja, hier ist er hoch. Dass er hier einen Doppeltop macht, das würde natürlich bedeuten, dass
die Kurve runtergeht und er dann in Minus geht. Jetzt wäre die Frage, wann schließe ich? Ich schließe, wenn dieses Double Top zu sehen ist. Erstmal, weil ich hier eine Verflachung der gelben Linie sehe, hier in die Waagerechte. Und wenn die blaue Linie, ich habe übrigens auch schon nochmal darauf hingewiesen, hier, die blaue knickt nach oben weg, hat sie auch gemacht. So, das geht natürlich nicht ewig, weil die gelbe Linie, kann man sich ja leicht überlegen, geht natürlich nur runter, wenn die blaue unter die gelbe zu liegen kommt. Solange wie die blaue Linie oberhalb der gelben liegt, geht die gelbe nach oben. Na, ist ja klar. Wenn ich einen Mittelwert bilde zwischen positiven Werten und negativen Werten, müssen die positiven Werte überwiegen, damit der Mittelwert steigen kann. Ja, da kann man sich das überlegen. So, das heißt, sobald die blaue Linie nach unten geht, kreuzt ja zwangsläufig die steigende gelbe. Und wenn das passiert, wäre das ein günstiger Zeitpunkt zu sagen, tschüss Freunde, ich stelle erst mal glatt. So, also, hier haben wir dreimal den gleichen Wert angelaufen. Also das sieht nicht so aus, als ob wir hier viel Freude an der Position haben. Wenn der jetzt wieder auf 18 hochgeht, schließe ich ja erstmal und warte erstmal ab. Also würden mir noch einmal einen Gefallen tun, hochzugehen und danach könnte es sehr wahrscheinlich eine rote Kerze geben, und zwar hier an der Stelle. Ja, genau. So, wir beenden das Spielchen. Warum habe ich jetzt gedrückt? Ich habe erst gedrückt und dann erklärt. Ja, also das reicht der Schwung nicht. Ne? Wenn er hier sportlich unterwegs wäre, wie hier, ne, dass er so hochreist, dann hätte er das hier schon lange gemacht. Er hat einen Doji, er hat eine Kerze mit einem langen Docht. Hier noch einmal eine Kerze, die höher steht, aber einen kurzen Docht hat. Die endet hier auf der gleichen Höhe. Also ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir jetzt hier eine rote Kerze kriegen, extrem groß. Ne? Die sehen aus wie mit einem Rasierer geschnitten. Na, und da ist er schon. So, also wie ihr seht, dass die Überlegung hier mit diesen drei Diagrammen macht schon Sinn. Ne? Das ist wie so ein kleines Orakel, das Orakel des kleinen Mannes hier. So. Jetzt wäre die Frage, gehen wir jetzt short oder lassen wir uns hier ein bisschen veralbern von dem Kursverlauf? Wir wissen es nicht. Zurzeit wissen wir es nicht. Warum nicht? Na, wir haben hier einen Widerstand. Hier haben wir Widerstand, hier haben wir Widerstand, alles Widerstände. Der wollte ja hoch, ist ja umgekehrt. Er will hier hoch, ist umgekehrt. So, wenn man jetzt ganz genau und scharf guckt, ist das hier auch leicht schräg. Also wir sind ja voll in dem Widerstandsbereich drin. Und der nächste Widerstandsbereich ist hier oben, hier an der Stelle. So, also es macht dem wenig Spaß, hier nach oben zu gehen. Wir gucken mal noch was anderes an. Was macht denn der DAX? Der DAX ist lustlos. Er sitzt hier und langweilt sich. Da. Es ist zwar hier was zu verdienen, wir müssen es ja ein bisschen größer ziehen, aber ich könnte jetzt im DAX Short gehen. Macht Sinn. Wenn wir schnell sind, dann müsste ich allerdings noch ein bisschen mehr Gas geben. Müsste ich mal hier auf 10 Kontrakte gehen. Und hier mal noch ordentlich dazu kaufen. Und ich gehe raus, wenn der hier ist. So, unser S&P hat natürlich nach unten gesägt und wir waren gut beraten, hier rauszugehen. So, wann ist dieses Spiel vorbei? Na, wir sehen doch, was hier passiert. Die gelbe Linie liegt hier, die blaue zieht kurz nach unten. Der Schwung nach unten reicht aber nicht aus, weil der lange Trend natürlich dafür sorgt, dass hier die negativen Kerzen nicht in den Himmel wachsen. Ja, also das heißt, wir haben jetzt hier noch eine kleine rote, danach habe ich wieder eine blaue. Wenn ich frech bin, kaufe ich hier natürlich erstmal wieder nach. Ja. Und das gleiche Spiel mache ich im DAX, wenn der hier ist. Was passiert denn jetzt? Wir haben hier abfallenden. Also ist die Wahrscheinlichkeit, dass er uns das nochmal hinten ransetzt, groß, allerdings ein bisschen tiefer. Also dass das hier so einen kleinen Huckel gibt. Und nach diesem Huckel ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass es ordentlich bergab geht. Also wir haben jetzt hier so ein kleines Doppeltop, so das kleine blaue Kerze kommen. Da ist sie schon. Ja, na, die macht uns hier diesen kleinen Radius noch an. Wird etwa da William Percent Range wird sich hier ungefähr so ein bisschen austoben. Nicht so eine große wie hier, ein kleiner. Und man könnte von hier oben dann nochmal eine Verkaufen reinhauen. Weil die Tendenz jetzt hier auf der Krümmung der gelben Linie nach unten zeigt. Ich mache es einfach mal, ich gehe hier mal rein. Nochmal zwei Kontrakte zum Verkauf.
Sieht gut aus. Ich habe hier eine kaufen im S&P. Warum denn das? Ach, diese, ja. Tja. Könnte aber gehen. Könnte aber gehen, und zwar aus dem Grund, weil die ja auch erstmal wenigstens bisher hergeht. Also wenn man jetzt hier folgende Annahme nimmt, das ist das Top. Ne, ich will keine vertikale Linie machen. Na komm dann nur, gib mal her. Trendlinie. Wenn wir das hier haben, da ist zu erwarten, dass er hier diese grüne nochmal ankitzelt. Ja, das ist doch mal eine gute Annahme. Das machen wir einfach mal. Hier unten ausmarschiert er nicht. Hier ist er schon zweimal drauf gelaufen, ist wieder umgekehrt. Also ist nicht sehr wahrscheinlich. Er ist sportlich nach unten unterwegs, muss man hier auch mitsehen. Was ist denn hier im DAX los? Ach, also die Mittellinie gelaufen, haben wir also hier wieder einen Widerstand gehabt. Gut, dann zieht er noch ein bisschen nach unten. Das sieht auch aus, als wenn er fällt. Wo fällt er hin? Naja, ich würde sagen, wenn wir hier eine Linie reinziehen, Trendlinie, hier rein. Da? Ja, hier schließen wir das Konto. Würde ich also hier so einen Radius ausbilden. Und ich denke mal, wenn er hier liegt, hier so an der Stelle, sollte man die Gewinne sichern. Da wird nicht mehr so viel nach unten laufen. Ein bisschen was kommt noch. Wir sind aber immer noch oberhalb der Kurve, also hier oberen Bereich. Das heißt, selbst kleine Beträge führen dazu, dass die Linie nicht unter die Null fällt. Die blaue will aber runter. Also haben wir Glück, dass wir das alles im Gewinn schließen können. Naja, aber gierig darf man nicht sein. Ihr seht, ich habe hier mein Kursziel angelegt. Ich bin jetzt einfach mal so frei und lösche mal die Position hier weg. Die auch. Und guck mir jetzt erstmal nur an, ob der DAX hier an der Stelle nochmal nach oben möchte. Wie kriege ich das raus? Naja, ich gehe in Stundenchart und gucke mir an, wo wir absolut liegen. Wir liegen an einem Minimum. Dann gehe ich nochmal zurück und gucke mir den Tageschart an. Wir liegen an einem Minimum. Na, das ist doch mal schon eine Aussage. Ja, beim Minimum fällt mir ein, dass man da kaufen kann. Die Frage ist, wann genau? Naja, wenn wir hier aufgelaufen sind hier unten. Und wir sehen auch schon, was hier passiert. Ein Radius. Das heißt, am Radius Scheitelpunkt hier unten gehen wir in Kaufen. Aber wir gehen diesmal auch sportlich in Kaufen. Wir haben ja mal 20 Kontakte raus. So, zack. Und wir gehen jetzt rein. So, wir sind also jetzt hier schon mit 1000 drin, also sind 10% Risiko, muss ich aber auch machen, weil wir wenig Zeit haben, um das zu positionieren. Ich werde auch mal den S&P etwas aufdonnern, dass wir auf 10.000 kommen, also das wäre, naja, so 5 wäre eigentlich nicht schlecht, gibt es hier nicht, 6, nochmal 6. So, gutes Verhältnis. Hier haben wir 20. Müssten also das Vierfache nehmen, also 80. 80 Kontrakte im S&P ist natürlich ganz schön sportlich. Gut, machen wir aber. Wir machen wenige Positionen. Nee, ist mir zu viel. Das ist mir zu heiß. Mein Konto ist nicht so groß. Ich lasse mal 10. Ne? Also, damit ich immer noch nachlegen kann. Hier kann ich sonst nicht mehr nachlegen. Und den nehmen wir auf 40 runter. So, das ist jetzt so für die Zeit, wo wir schnell reagieren. Ich kann nicht 10 Positionen aufmachen, das schaffe ich einfach nicht. Das ist nicht möglich, so schnell. So, da bin ich hier bei, naja, bei einem Lot. Hier sind wir auch überall bei einem Lot. Ein Lot ist okay. So, na, was hat unsere Spekulation uns eingebracht? Wir sind in beiden in Kaufen. Wir haben hier grüne Kerzen. Das heißt, die Ampel steht auf grün. Jetzt müsst ihr nur noch fahren. Ja, auch.
Tja, das ist eben, ja, hat sich denn eigentlich bewahrheitet, was wir vermutet haben? Ja, ein bisschen schon. Wir haben also hier eine flache Stelle und hier haben wir ordentlich Bewegung drin. Ja, das ist also zu sehen. Also das hier ist Ruhe, ja, und hier ist Bewegung drin. Hier oben ist im Prinzip auch Ruhe. Es ist einfach nur, dass der Grundwert fällt. Ja, der Grundwert fällt langsam. Das ist Marktrauschen hier, so ein bisschen Zinsrauschen. Es ist keine wirkliche Bewegung. Ne? Wirkliche Bewegungen sehen so aus. Ja, sowas. So. Das heißt, auch in DAX kommt Nachmittag etwas Stimmung. Ja, weil es sind mehr Käufer da. Man sieht auch hier, dass es hochgeht. Wir gucken uns mal an, ja, wenn es hier ein bisschen flacher ist. Ja, hier. Ne? Wenn es hier so, hier ist Action, also mittags rum. Ja, und hier ist ein bisschen Ruhe. So, da ist ein Weber dann abends ein Munder. Ja, so 17 Uhr rum, da ist ja Stimmung und da ist im DAX Ruhe. Haben wir auch gestern wieder gesehen, wer es nicht glaubt, noch nochmal zurückscrollen. Gestern, na, wo haben wir es denn hier? Müssen wir mal umschalten in 5 Minuten. Ja, wir haben, ändern mal die Darstellung ab. 17 Uhr. 17 Uhr ist der DAX in seinem Bau. Hier ist Ruhe. 17 Uhr, 17:30 Uhr, ja, und dann kommt hier 20 Uhr, geht es hier los. Ja, man muss ja immer sehen, die Zeitverschiebung wirkt. Ne? Man muss auch überlegen, wie arbeitet denn eine Bank? Ne, wenn wir also 6 Stunden Zeitverschiebung haben, oder 7 Stunden, also an der Ostküste sind es sogar noch mehr, rechnen wir mal mit 7 Stunden. Wir ziehen also von 20 Uhr 7 Stunden ab, da sind wir gelandet. Um 13 Uhr. 13 Uhr ist für eine Bank, ja, ein Zeitpunkt, wir müssen aber bedenken, es ist Montag. Ne? Die hatten also Montag früh hatten die Briefing. Das heißt, da werden die Analysten geholt und da werden Strategien für die Handelswoche ausgemacht. So, Montag früh wird niemand auf eigene Faust in irgendeinem so großen Investmentunternehmen irgendwas lostreten. Die werden früh erstmal briefen. Deswegen erlebt man früh montags bis um 11 kaum irgendwie Bewegung. Und das müsste man eigentlich auch sehen. Mal gucken mal rein, ob das so ist. Also früh ist natürlich die Hektik nach der Öffnung, dass die erstmal versuchen. Was haben wir denn hier? 17 Uhr. Hier geht's los. Hier ist doch tot. Die sind alle im Meeting hier. Ja, und dann geht das hier los. Ja, hier Handeln macht keinen Sinn. Das hier früh ist die Panik, sich also die Wunden zu lecken von letzter Woche. Ne? Da ist also hier hochgedroschen und wieder runtergezogen. Aber das sind die Briefings in den Banken hier. Und dann haben die gesagt, Jungs, hier geht's abwärts, hier geht's gerade, hier geht's hier abwärts. Und so haben die also hier verkauft. Und deswegen ist das hier runtergerutscht. So, und dann haben die natürlich hier alle, die hier gepennt haben, Stress gekriegt, weil sie möglicherweise hier welche in Kaufen gegangen sind. Ja, die haben natürlich dann hier gejubelt, als es wenigstens bisher herging. Also den Verlust haben sie natürlich gefressen. Aber wir gucken mal weiter, was hier noch passiert ist. Der ist weiter hochgeklettert, aber hat das hohe Niveau nicht erreicht. Wer es nicht glaubt, macht eine horizontale Linie rein, legt die mir hierher. Das ist der Montag-Katzenjammer. Ja, und dann gucken wir mal hier rein und da sehen wir, dass die alle nicht gut ausgesehen haben. Weil die Linie ist nämlich gerade hier hoch verschwunden. Hier seht ihr das? So, ja, die haben also alle noch Positionen im Kaufen, die noch nicht im Gewinn sind. Auch hier nicht. Die kommen einfach nicht ran. Also das heißt, die haben die noch. Die haben diese Positionen noch und die halten sie auch noch. Die haben natürlich ein Problem, dass sie eben hier, na, sagen wir mal, fast 300 Punkte zu tief. Nee, Moment, wie ist denn das hier? Das sind 2000 Punkte. Ui, ui, ui. Nee, hier steht 2000. 2000 Pips. Achso, das sind hier Pips, ne? Also Dezimalstellen. Ah, 200 Punkte. 200 Punkte hinterherhängen. Ja, man muss ja immer von hinten zählen. 1, 2, 3, 4. Das ist hier die Stelle, wo die Pips sind. So, und im DAX habe ich ein Spread von 2. Also vernachlässigbar. Ja. So, nur erstmal, dass wir es zu interpretieren wissen. Ja, hier brauche ich mich nicht aus dem Fenster lehnen. Das sind also hier die 2 Punkte. Hier, das merkt niemand. 2 Punkte ist Rauschen im DAX. Also der DAX ist fast Einkauf wie Verkauf. Ne? Man muss auch mal sehen, das Verhältnis zu diesem Verhältnis. Das ist entscheidend.
Ja, wenn das günstig ist, wenn ich also ganz kleine Spreads bezahlen muss an meine Bank, dann ist mir das doch Rille, solange wie ich hier noch Bewegung habe. Das ist natürlich hier eine Hammerkerze hier, die kommt natürlich hier genau an der Stelle, weil hier da, das ist der Hand, nochmal, da 8 Uhr, ja, da, die Öffnung des außerbörslichen Handels hier. Hat man ja schon das Video. Hier, da haben wir ja schon ordentlich abgeräumt. Ja, so, was macht unsere Position? Wir sind 70 im Gewinn und der S&P pennt noch. Mal sehen, was hier los ist. Aha, da waren wir oben. Minute. Na, da kommt noch. Da kommt noch. Die gelbe macht hier rum, die blaue will hoch. Also hier haben wir noch zu erwarten, dass hier nochmal eine blaue nach oben geht. Aber ich würde es nicht übertreiben, weil wir haben ja hier diese Trendkerze. Die könnte ich eigentlich schon mal ein bisschen, Trendlinie meine ich. Die Trendlinie hier mal ein bisschen ausbessern. Ja. Das heißt, wir laufen noch bisher her. Dann kann ich sie ausschließen. Ich würde jetzt nicht short gehen, habe ich wirklich keine Lust. Bringt nichts, das müssen wir ja verdienen. An dem kleinen Stück, das macht keinen Sinn. Ja. Wenn das hier ein Minimum ist und hier überall Minus war, gehe ich mal davon aus, dass wir hier noch ein bisschen nach oben laufen können. Wir können ja auch mal eine Trendlinie unterhalb einzeichnen. Wir verbinden einfach mal die Tiefs und die geht nämlich aufwärts. Wir sehen also, dass das hier zu einem, ja, zu einer Engstelle führt. Die Volatilität, wie sieht denn die aus? Die ist ja klein, hier wird sie kleiner, weil die kommt runter, die ist waagerecht, also wir haben damit zu rechnen, dass die Volatilität jetzt abnimmt. Sollte sie eigentlich nicht tun um die Zeit, weil wir haben ja schon geöffnet. Es könnte natürlich jetzt sein, dass 15 Uhr nochmal richtig losgeht. Ja, weil die Anleger ja auch erst überlegen, was machen wir denn? Wir haben ja jetzt. Wenn sie 7 Stunden abziehen, sind die also gerade aus dem Bett gekrabbelt. Da ist also noch nicht wirklich eine Strategie da. Ja? Da geht es um Zähneputzen und Frühstücken und dann mehr ist da erstmal nicht. Deswegen haben wir jetzt irgendwie noch eine Zeit, wo es noch nicht losgeht. Das sind die Privaten, die also hier aus Deutschland und aus Europa S&P handeln. Ja? Aber hier ist nicht zu erkennen, dass hier die Großinvestoren hier zu Hause sind. Im DAX sieht das schon ein bisschen anders aus. Mal gucken. Wir müssen aufpassen, dass wir hier nicht in die 17 Uhr reingeraten. Ich werde mir mal gleich noch eine warnende senkrechte Linie reinziehen, dass wir hier die Konten zumachen. Um 14, 6, 8, also wenn wir unsere Tabelle von heute. So, muss ich noch was aufpassen? Übertreiben, weil das hier ist ein Abwärtstrend. Ja. Kunden sind kaum da, hier ist gar nichts los hier. Mittag short gegangen sein. Da wird man hier unten.
Na gut, ist auch nicht.